wir haben euch heute mit nach Tihany genommen, die Halbinsel am Balaton in Ungarn. Und wir sind jetzt hier gerade an dem Kloster. Und es ist wunderschön, die Aussicht. Und da seht ihr auch das Kloster. Auf jeden Fall eine Reise wert. Wir waren auch schon auf dem Markt heute Morgen hier in Tihany, den Bauernmarkt. Da werde ich euch die Videos jetzt mal einblenden, was wir da so erlebt haben. Die Tische sind doch schön hier. Dieser alte Schrank an der Tür. Toll. Schön, ne? 90 Korinther mitnehmen ein. 790. Dann nimm noch einen mit. Das geht bestimmt mit allen. Da, der hat das doch auch auf allen. Da, auf Cola. Wir haben direkt 3 Stück von diesen Dingern geholt. Auch noch als Mitbringsel aus dem Urlaub. Und der hat uns das gezeigt. Was ist? Nee, ich wollte nur gucken, das sah so richtig aus. Ach so. Der hat uns das gezeigt. Man steckt das nur ins Wasser und kann das dann benutzen, also mit Kohlensäure oder in Cola. Das testen wir nachher. Und ein Ding, 3 Euro, hast du gesagt? Nein. Nein. 790 pro Rind, das waren 2,20 Euro, 2,30 Euro. Ja, nicht so teuer. Ja, könnte man alles kaufen, ne? Wenn ich hätte, würde ich direkt was mitnehmen. Auf jeden Fall. Richtig schön hier. In English, you can ask me anything. Okay. This is cheese? No. This is the sesame cream with capri seeds and yes. with yellow beans. Mm-hmm. Und Fischererbsen. Mm-hmm. This is the new flavor. Mm-hmm. No animal product. Just eating vegan. We eat vegan. Really? So, it's, so you can appreciate. Yeah. Yes. It's Hungarian organic sweet potato, and with roasted pepper. Chunky, chunky. Yes, it's maybe you understand this because it's also existing. Yes, in German. Yes, yes, yes. Nyugodtan, mindent, igen, az összeset meg lehet kóstolni, ezek ilyen tunkolósok, és az a különlegességük, hogy mindenmentesek, csak zöldségek, gyümölcsök és fűszerek vannak benne, semmi más. Lehet őket tésztára is tenni, de nagyon jó, hogy szendvicsbe vagy már. So, hier, wir haben hier diese nette Dame kennengelernt und die macht diese Dips selber, die sind sehr lecker. Und sie ist jetzt gerade dabei, das nach Deutschland zu importieren. Die hat da schon die Labels für gemacht und das ist alles ja ölfrei, vegan, glutenfrei und fettfrei nach diesem ja, Michael Greger, den Arzt, der auch das Buch How Not to Die geschrieben hat, was ich auch immer euch erzähle. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr hier auf Facebook schauen und ja, euch das nach Deutschland bestellen. Die sehen ja cool aus, ne? Schön. Ob das auch selbst gemacht ist? So, und jetzt geht's weiter mit dem, was wir hier so erleben in Tihany. Das ist sehr voll, obwohl ich glaube, es könnte noch voller sein hier. Es geht eigentlich, aber es wird jetzt immer voller. Es ist jetzt so 11 Uhr. Wir wollten uns heute noch die Höhlen anschauen, ne? Von Tihany, wenn wir die finden. Ich bin ganz excited von dem Boden hier. Ja? Ich kenne das gar nicht so von Kieferstein. Nee, riecht gut darunter. Da haben wir die Füße gerichtet. Da ist Calvino, der ist am Pokémon sammeln. Er sagt, Pokémon sind hier ganz, ganz viele. Aber der Ausblick ist wirklich unbeschreiblich, oder Bernd? Richtig toll. Hier ist so ein kleiner Garten an dem Kloster. Wie so ein kleiner Schlossgarten. Und dort hinten seht ihr einen See. Das ist der Belzö-Tó oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein Kratersee.
Der sieht auch wunderschön aus. Und der ist im Durchschnitt, also ist glaube ich maximal 2 bis 3 Meter tief und im Durchschnitt ungefähr 1,50 Meter tief. Also der ist nicht so tief. Es gibt noch einen anderen hier. Da sind wir vorbeigefahren, als wir hier auf der Halbinsel rumgefahren sind. Aber der war recht zugewuchert. Gehen, sich abkühlen. Hier ist eine rote Ampel, wir müssen stehen bleiben. Ohne Witz, ich glaube, das bedeutet, wir sollten stehen bleiben. Okay. So, da unten ist jetzt die Hundepause im Brunnen. Komm, hopp! Ja, los! Hopp! Hopp, hopp, hopp! Ich würde gerne einfach unten und einfach meine Eltern. So, hier ist jetzt ein Kasten, wo man Kühlschrankmagneten mit eigenem Foto machen kann. Und das wollen wir jetzt ausprobieren. Kühlschrankmagnet mit eigenen Fotos. Was kostet das? 5 Euro einer, 1500 Forint. Ja, ich würde 1500 Forint bezahlen. Ja, dann gucken wir mal. Zeigen euch gleich das Ergebnis. Das ist ja... Das ist jetzt das Ergebnis. Wir sind jetzt leicht nicht enttäuscht. Also ja, es ist halt so ein biegsamer Magnet. Aber ja, für 5 Euro haben wir 2 Stück jetzt bekommen. Dafür ist es in Ordnung. Kann man mal machen. So, jetzt haben wir uns entlarvt. Wir sind Souvenir-Junkies. Wir haben so eine Sammelbox zu Hause und da machen wir solche Münzen und alles immer rein, wenn es denn funktioniert. Einfach zur Erinnerung. Wo holst du denn? Bitte? Da liegt ein Spaßvogel Holz reingeschmissen. Okay. Das ist ja krass. Normal. Ach so, das ist gar nicht dann aus der Münze. Nee, aber auch. Du kaufst sie quasi. Also, ja, aber ist doch egal. Wir mögen sowas. Da freuen wir uns in 80 Jahren, wenn wir dann danach gucken. Die Zähne mehr können wir drauf umlutschen. Ja. Also wir machen jetzt hier ein kleines Päuschen. Hier ist so eine Bank, wir haben Platz bekommen. Die Männer spielen Pokémon, Lokmodul angemacht. Das ist Murphy, der liegt hier. Da ist er. Und ja, wir bleiben jetzt hier 10 Minuten, Viertelstunde sitzen. Der Hund hat was getrunken. Und ein bisschen so den Schatten genießen. Es ist echt warm jetzt. Wir haben 11.32 Uhr, also so Mittagshitze. Und dann gucken wir gleich noch ein bisschen in den Shops. Da kaufen wir noch ein paar Souvenirs, weil wir ja Souvenir-Junkies sind. Und wir wollten das extra auf dem Rückweg machen, damit wir das nicht den ganzen Weg schleppen müssen. Und dann suchen wir noch die Höhlen von Tihani, wo so... Weiß ich auch nicht. Wer hat da gewohnt? Ich google mal eben und dann erzähle ich euch das. Also das sind die Einsiedlerhöhlen hier von Tihani und die wurden im 12. Jahrhundert angefangen gegraben zu werden. Und da gehen wir auch nachher hin. Allerdings muss man da 6 Minuten mit dem Auto hinfahren, nicht so weit. Aber das möchten wir nicht laufen, das wäre eine halbe Stunde. Wir gehen jetzt erst hier noch zu der Aussichtsplattform. Die erreichen wir zu Fuß in ungefähr 10 Minuten. Das machen wir und dann gehen wir zum Auto und fahren dann zu den Höhlen. Und ja, ist echt ein super schöner Tagesausflug. Danach werden wir Mittagspause bestimmt machen, ne? Ein bisschen was essen und dann mal gucken, was wir hier noch so alles sehen. Und hier an der schönen Promenade geht es jetzt zum Aussichtsturm entlang. Ist ein Piratenschiff oder wie das heißt, oder das schwarze? Unglaublich die Aussicht, so wunderschön. Ja, da kannst du bestimmt so Touri-Schipperfahrten mitmachen. Das ist jetzt die Aussicht von der Aussichtsplattform. Fand ich die andere Aussicht aber schöner da hinten, wo wir waren. Ich finde die hier genauso schön. Ja?
Ich muss alles zurücknehmen. Jetzt kommt die Aussichtsplattform. Ja, ich bin halt eine Bockwurst. Ich weiß doch nicht. Und das mit Navi. Habe ich es nicht gefunden. Da kannst du bestimmt auch Pipi machen gehen. Ja, bestimmt. Danke, dass Sie Zuschauer daran teilhaben dürfen. Ja, die interessiert das bestimmt. Ja, dann kriege ich wieder Kommentare. Die Hälfte des Videos ist Pipi machen. Wir haben uns jetzt hier reingesetzt in dieses Lokal. Das ist so frei unter freiem Himmel, deswegen konnten wir den Hund auch mitnehmen. Wir wollten uns hier ein bisschen was zu trinken gönnen, weil wir mega Durst haben. Ja, Parkticket ist noch eine halbe Stunde und hier ist die Aussicht auch echt mega. Toll. Oh, thank you. Der Hund hat sogar Wasser bekommen. Möchtest du Die haben hier richtig tolle Sachen, weil hier ist ja viel Lavendel und die gibt so Gemüselasagne mit Lavendel und sowas. Also ganz verschiedene Variationen. Und Bernd hat sich ein Lavendelbier bestellt. Das ist bestimmt super lecker. Probier mal den Eistee, der sieht ja toll aus. Mit Früchten. Und? Ist der Tutti Frutti, der Eistee? Ja. Was ist da drin? 7% Alkohol. Was in dem Bier? Das ist das Lavendelbier. Das kann man hier bestimmt auch kaufen. Oh, voll lecker. Ich riech mal. Das sieht normal aus. Hau rein. Nur lass mich einen Schluck zum Probieren da. Das riecht normal. Also Bier schmeckt mir immer mehr und mehr zu dem, wir unseren besonderen Stammgast immer haben, mit dem ich mal ab und zu am Weg entziche. Schmeckt dir Bier immer mehr? Wenn ich so ein Bier trinke. Ist doch nicht schlimm. Den möchte ich auch probieren, den Eistee gleich. Und ich habe Wasser. Bernd? Der schmeckt wie dieser Teebeutel-Eistee, den ich mal in Deutschland hatte, der im kalten Wasser sich löst. Nicht so meins. No, das Wasser wird wahrscheinlich einfach nach Wasser schmecken. Schon war ich das in Bio in Deutschland. Die Aussicht ist echt. Das Bier ist nicht meins. Hammermäßig. Wir sind hier in der Nähe vom Kloster hier auf Tihani und ja, hier sind wunderschöne kleine Shops überall mit schönen, ja, schaut selber, schönen kleinen Mitbringseln für die Freunde und Familie, einfach zum Bummeln, viele Restaurants, verhungern muss man auch nicht in Ungarn. So alte Gebäude, ne? Nein. Also wir haben jetzt hier die ganze Zeit die Höhlen gesucht und nicht gefunden. Jetzt haben wir hier Panzerfahren gefunden. Panzerfahren in Tihani. 1800 Forint pro 5 pro Person, wenn 5 Personen sind. Für 5 Minuten. Bernd erkundigt sich gerade. Aber wie man sieht, das ist ein bisschen anders. Also man geht halt nicht so rein in den Panzer, sondern wie so ein Cabrio. Ja. Ich bin gespannt, ob er das macht. Ach, 9000 Forint kostet das. Wir zeigen euch das gleich, wir müssen auflegen. Bis gleich, tschüss. Ich dachte, die wollten das sehen. Was ist das laut? Die Frau?
haben jetzt im Vorbeifahren hier diesen Militärpark gesehen. Aber wir sind ja schon auf dem Weg nach Hause, da das mit den Höhlen nichts geworden ist. Die waren nicht auffindbar für uns und deswegen haben wir jetzt hier 1000 Forint pro Person Eintritt gezahlt und schauen uns hier ein bisschen um. Wow. Ach, hier ist abgesperrt. Da kann man nicht so nah rangehen, wie ich gerne würde. Da gerne mal richtig reingucken. Kampfflugzeug. Boah, die fliegt 2229 km/h. Wahnsinn, ne? Nur in 2 Stunden in Ägypten. 2,5. Sollen wir uns die Ausland nach Ägypt fliegen? Dann werden wir keine Stunde, bis wir in Ungarn sind, bei unserem Haus. Unglaublich, boah. Ne? Halbe Tonne Bomben. Aber da passt nur einer rein, oder? Boah, guck mal, wie klein das da drin ist. Aber es sieht wahrscheinlich nur so klein aus. Wenn man dann 500 Kilo Bomben mitnehmen kann, ne? Ja. Wo eine halbe Tonne Gepäck ist. Wahnsinn, das Riesending, ne? Hier. Boah, und das hier, das sind die Waffen oder was hier? Da sind die Raketen drin gewesen. Boah, hier kann man, das ist hier so auf dem Boden, das Kabel. Meinst du, man darf da drüber gehen? Boah. Da sitzen zwei drin vorne. Ach du Schande. Und da hinten drin sitzen auch noch welche. Ja, da kommen mehrere Schuss raus, ne? So, ja, wie im Film halt. So bum 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 bum. Ja, da kommen mehrere Schuss raus, glaube ich. Und da ist so, was weiß ich. Raketen oder für große Raketen. Unglaublich. Wenn man so davor steht, ne, wenn man vorbeifährt, dann. Und hier vorne ist auch nochmal. Zum Abschießen. Meine Güte. Komfortabel ist das aber auch nicht da drin. So wie das aussieht. Ja, ne? Ach, da ist auch ein Panzer. Ich habe mir jetzt mal die Schuhe ausgezogen, dass ja. Wenn ich merke, dass der Boden zu heiß wird, für mich wird das Boot auch zu heiß. Ach so. Du bist aber sehr fürsorglich. Boah, guck mal, der LKW hat eine Antenne da oben auf dem Dach. Ja. Die dreht sich. Das ist halt Radar, war dran, ne? Hier, so ähnlich sind wir ja gerade auch gefahren. Ja, nur ohne Oberteil, ne? Ja, das war ab. Tonnen. Und selber am Fußball tut weh. Ich glaube auch. 500 Kilometer konntest du damit fahren. Für 3 Personen. Wer saß da gerade? Wollen wir zum Schild da gehen? Von diesem Antennenwagen hier? Ja. Ja. Heute, ey. Das ist nur eine kleine Antenne für alles, ne? Ich glaube, das war halt so kontinental auch irgendwie so Satelliten. So Sachen zu. Calvino! Kalle! Reichweite 410 Kilometer, aber Reichweite für die Antennen oder zum Fahren? Nee, zum Fahren, dass wir das. Damit konnten sie ja hier über weiß ich nicht, bis zu der Rundbasis, ne? 180 Kilowatt. Keine Ahnung, was das bedeutet mit den Frequenzen. Vielleicht ist das der Zuschauer 140. Also, stell deine Frage. Ja, was das bedeutete mit den 140 Frequenzen. Und alles und Frequenzen. Ja, vielleicht schreibt das ja einer in die Kommentare. Erbsensuppe wagen. Da
gab es dann immer die vegane Erbsen. Da saß einer drin bestimmt. Guck mal. Meinst du, der wurde gekocht, weiß ich nicht, aber das kannst du da drehen und dann wie kippen. Was steht denn hier? Ladungsscheinwerfer. Dann so Flugzeuge bestimmt vielleicht gesucht. Boah, 10 bis 12 Kilometer. Ja. Scheinwerferreichweite. Einer gefahren, einer geleuchtet. Wahnsinn. Ich dachte, da saß einer drin. Ja. Der Leuchtmann. Der Mann im Mond. Ui, sorry. Hier, gemischt brennende mobile Küche. Ein Topfgericht, zwei Topfgericht. Ja, super. Ja, wir quälen unsere Kinder ganz enorm. Der eine sagt, es ist doof, gut, ja. Dem ist warm. Der andere sitzt da hinten, ist auch gelangweilt von Museum. Schussweite 17.410 Meter. Er hängt sich jetzt, hat er gesagt. Wir lassen ihn Selbstmordbiegel. Immer zurückmachen. Wahnsinn. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Also ich bin zu Hause. Bernd und Calvino sind jetzt noch für 2 Stunden ins Schwimmbad gefahren, weil es so warm ist. Ja, damit die sich halt abkühlen können. Und ich habe das hier schon ausprobiert, unser super Ding. Also es funktioniert. Voll cool. Allerdings muss richtig Druck drauf sein. So, dann wird es immer weniger. Und wenn man es dann schüttelt, dann geht es wieder. Seht ihr? Und der hat das da ja auch mit Cola gemacht und so. Ja, das finde ich halt doof, wenn bei Cola die Kohlensäure dann fehlt. Deswegen, ey, Smurfy, hörst du auf? Der Bernd hat seine Schuhe hier, die Klunks, unterm Tisch gelassen. Hör auf. Ja, das ist dann schade. Also für Cola und so ist es nicht, glaube ich, nicht geeignet. Aber für Wasser, das ist super. Mit hier Verschlussding. Sehr praktisch und schön und Kinder, also Calvino liebt es, hier raus zu trinken, direkt aus diesem Moped hier. Und die Aufgabe des Tages ist, wie heißen diese Dinger? Wir haben versucht, das herauszufinden, aber ich konnte gar nichts finden. Immer wenn ich irgendwas eingebe im Internet, also so Kohlensäureflaschen, Aufsatz oder so, dann kommt so ein Sodastream Zeugs. Und das suchen wir ja nicht. Wir suchen ja einfach sowas, was auf jede Flasche drauf passt. Finde ich richtig interessant. Ja, und in Deutschland gibt es sie, glaube ich, nicht so weit. Ich weiß, habe ich in Ungarn zum ersten Mal, glaube ich, gesehen. Oder vielleicht auch in Italien. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und das finde ich eine richtig schöne Sache. So, ihr Lieben, das war unser Ausflug heute in Tihany. Oder nach Tihany, auf Tihany, wie auch immer man sagt, in Ungarn. Es hat uns sehr gut gefallen. Wir möchten auf jeden Fall nochmal dorthin und uns in Ruhe alles anschauen. Heute war es halt extrem warm. Moment. So. Also. Es war heute extremst warm. Das war jetzt für den Hund ja sehr anstrengend, für uns auch. Ich bin voll abgelenkt, ne? Entschuldigung, das sah aus, als ob eine Fledermaus vorbeifliegt. Für uns auch und es war halt auch sehr voll. Und wir haben gesagt, wenn wir das nächste Mal hierhin fahren, also nach Tihany fahren, dann würden wir das im Herbst machen, weil es dann halt schon mal nicht so heiß ist und weil wir glauben, dass dann auch nicht so voll ist. Es sind wunderschöne Strände dort in Tihany, wo man auch schwimmen kann, wo richtig schön das Wasser vom Balaton richtig hellblau aussah im Vorbeifahren. Und man konnte aber halt gar nicht anhalten. Es war so voll, dass man nicht anhalten kann. Ich habe euch einmal so im Vorbeifahren gefilmt, den Balaton.
Ja, es war wirklich wunderschön. Der Ausblick von diesem Kloster auf den Balaton, das war wirklich einmalig. Also das war wirklich das Schönste für mich heute. Das war das Günstigste. Es hat ja keinen Eintritt gekostet, dieser Ausblick. Und die Aussichtsplattform, wo wir dann halt was getrunken haben, das war unglaublich schön, dieser Ausblick. Und das möchte ich auf jeden Fall nochmal sehen. Ja, Panzerfahren in Ungarn, das war auch super, sehr spontan, aber hat sich gelohnt. Man hat es mal gemacht, das hat jetzt 26 Euro gekostet. Calvino wollte nicht mitfahren. Ja, und dann hatten wir noch das Museum hier in Ungarn mit diesen Flugzeugen und so. Das war auch interessant, mal gesehen zu haben. Ja, war ein sehr ereignisreicher Tag, würde ich sagen, auch wenn wir die Höhlen leider nicht gefunden haben. Aber vielleicht habt ihr da Tipps, wie man die findet, was man ins Navi eingeben muss, weil unser Navi hat uns nicht dorthin geführt, leider. Und ja, ansonsten haben wir ja nichts mehr erlebt, würde ich sagen. Und heute Abend gibt es einen Livestream, da freuen wir uns drauf. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!